Regt's uns Ey. auf. Furchtbar, der Typ. Ich kann dich ja mal aufregen, mein Freund. Treib dich gleich zu Weißglut. Du bist Weißglut. Ich mach dich fuchsteufelswild. Naja, das ist doch schön. Ich bin wild. So, willkommen zur Runde Minecraft. Wir bauen irgendein Castle, keine Ahnung. Mit meinem nervigen Kollegen, der sich schon wieder darüber aufregt. Naja, ist halt eine ich rede halt gerne. Ist halt eine Waschtante, ne? Eine Waschweine. Ich bin eine Waschtante, genau. Aber man muss seinen Leuten ja auch was bieten, ne? Eben. Genau, das ist der Punkt. Vor allem, ne, das Lustige ist ja, ich weiß gar nicht, wann das war, das steht schon 4-5 Tage her, ne, hat er gestreamt, ich hab gestreamt, mit Matze hab ich gestreamt, ne, und er war all drei Streams zu hören, ne. Naja. Wenn er so laut gesprochen hat, also durch mein Mikro noch die anderen zwei Streams zu hören. Ich biete streamübergreifend allen Leuten Unterhaltung. Er ist halt mitteilungsbedürftig. Ja. Ein Stream reicht ihm eben nicht. Ja, musst du da alle mal gesprochen, dieses hier. Naja. Mir gehört die Welt. Soll sich ja schließlich auch lohnen, ne? Eben. Warum ist hier ein Baum im Weg? Naja, ein paar Bäume muss ich sowieso leiden. Hör ich dich hier irgendwo bauen? Da höre ich dich bauen. So, ich sehe mal nichts von dir. Ja, ihr seht, tue ich dich auch nicht, aber ich höre dich. Mhm. Nicht zu sehen, aber zu hören. Ja, ja. Hast du das Mikrofon auf 1000 Dezibel gestellt, oder? Ja, klar. Wahnsinn. Ich kann deine Katze hören. Ja, die kann ich auch hören. Ja, ist klar. Das ist ja auch bei dir im Raum wahrscheinlich. Nichts ist klar. Da wie Kloßbrühe. Nein. Ja, wenn ich ja sage, dann kannst du nicht nein sagen. Doch. Nein. Hoch. Na, ein Glück, dass ich mich heute 1000 Mal verbaue. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das so wird, wie wir uns das vorstellen. Bestimmt nicht. Meinst du nicht? Ach naja, alles einmal umrunden. Dann haben wir schon mal die Grundmauer und dann müssen wir einen schönen Eingang da zaubern und die Mauern hochziehen. Von außen verzieren und danach geht es eigentlich los, dann innen drin alles hochzuziehen. Also einzelne Abschnitte. Quasi wer vorher rausfliegt, der muss auf irgendeine Art und Weise sterben. Denke ich mal. Und dann halt wie damals bei Takeshis Castle quasi, der zum Schluss ankommt. Da gibt es dann irgend so ein Hauptevent, keine Ahnung. Die müssen dann gegen uns kämpfen oder was weiß ich. Du möchtest dich denn also auch im Gorilla-Kostüm irgendwo hinter der Tür verstecken oder was? Ja. Genau, dass die falsche Tür erwischen. Naja. Geht eigentlich, ne? Lade ich mir schnell einen Skin hoch. So ein Gorilla-Skin. Als Affe? Naja. Ja. So, bist du jetzt schon irgendwo zu sehen? Nö. Natürlich nicht. Ah. Ja, wenn das dann in 2 Jahren irgendwann mal fertig gebaut ist, dann können wir dann die Spieler zu uns einladen. Die Zuschauer. Ja. Ich habe schon viele Fackeln abgesteckt, ach da hinten. Ein Riesengebiet, Wahnsinn. Katze, ne, wenn meine Socke jetzt nass wird, kriegst du eine Krise, wollte ich sagen. Krieg ich eine Krise. So. Deine Mietz will doch bloß zeigen, wie gern sie dich hat. Ach, muss ich nicht machen. Ich weiß es doch. Das sagst du, aber Katzi weiß es anscheinend nicht. Ist ja nicht mein Problem, ne? Ja, du zeigst ja einfach nicht, wie gern du sie hast. Na klar! Deswegen muss sie das ja irgendwie einfordern. Nein! Deine Aufmerksamkeit. Nein! Deine Tiere tun mir leid. Ich zeig das. Wieso tun die mir leid? Die kriegen... Nein, nicht dir. Mir tun die leid. Ja, hab ich schon gesagt.
Nee, du hast gesagt, warum tun die mir leid? Warum tun die dir leid? Egal. Na, die sitzen da auch Das bloß gucken den wir ganzen uns Tag nachher rum. nochmal an. Naja, es sind Katzen, die beschäftigen sich selber, die. Das glaubst auch nur du, dass die sich selbst beschäftigen. Ja, und Na dann machen sie klar. alles kaputt und pinkeln überall hin. Nein. Überhaupt. Doch. Wer weiß Du kannst mir ich. nicht erzählen, dass deine Katzen immer nur ins Katzenklo pinkeln. Was? Na klar. Na, nee, bestimmt nicht. Die haben Katzentoiletten. Ja, die haben ganz viele. Ja, die ganze Wohnung ist ein Katzenklo, oder was? Ja. Wir haben freie Platzwahl. Naja, so mehr oder weniger, ne? Naja, aber das Ach machen die ja naja, gar nicht, ja, ne? stimmt ja, dein Zimmer ist ja tabu. Da dürfen sie ja nicht hin. Ich werde schon wieder angegriffen. Angriff der Runden Katze. So, gibt's da noch Jetzt ist Fackeln übrigens irgendwo? dunkel. Achso, Machst du ja. die Fackeln eigentlich weg oder? Nur die, die mir im Weg stehen. Ja, gut. Also alle. Nein. Na, ich baue ja einfach hier Zickzackmuster, ist mir scheißegal. Wie Du hast deinen Sorgen. Zickzackmuster. Ich habe gesagt, nicht ganz so Ja, na, krumm gerade. gerade ist ja nicht. Deswegen lasse ich dich ja immer gerne bauen und ich baue dann einfach immer nur noch nach. Deswegen Ja. sag ich ja, wird dir eh nicht gefallen, was ich hier mache. Dann kann ich mir wieder dein Gemecker anhören. Was denn für Gemecker? Und dann noch hast du ja nicht gemeckert. Da Was hinten kann denn bist noch du kommen? übrigens. Ich Hast du ja kann gesehen, dir. wie ich angefangen habe zu bauen? Dann bin ich davon ausgegangen, dass, wenn ich noch zusätzlich erwähne, eher gerade bauen, dass das dann auch passiert. Nö. Ich hätte ja hier mehr Hügellandschaft als du. Siehst du? Wahnsinn! Ich laufe mal eine Runde rum und gucke mal deins an. Okay. Bin nicht so der Bauexperte. Ich mag Ich Bauen ja eigentlich auch nicht. überhaupt gar nicht. Na doch, dafür kannst du es aber richtig gut. Was kann Hoffe, ich? dass du es nicht so magst. Weiß von nichts. Und dann können wir meins ja gleich nochmal abreißen, wa? Wieso? Na, meins ist nicht so gerade wie deins. Ja, aber auch nicht so krumm. Boah, Bis auf einige das stimmt, Stellen. das hat. Nee, Oh, das sieht. fertig, wo ist häufiger. Ach, guck an, siehst du? Lauberflüssigkeit Ja, mach, was du willst. Sieht doch eigentlich okay aus hier. Komm, vielleicht Das sagst du jetzt nur so, weil du das bisschen. aufnimmst. Wie? Jetzt werde ich als Ja, du unmännlich streamst doch, oder dargestellt, wa? nicht? Ja, klar. Ich habe ja die Kamera aus, hast auch einer manchmal. Was? Tu mal nicht immer so nett. Hä? Nein, passt schon. Du bist ein ganz lieber, ne? Da sagt er gar nichts mehr. Ja? Nö, was soll ich denn dazu sagen? Ey, schon was war es dran, klar, ich bin der fieseste Mensch auf Erden. Nee, gibt Schlimmere als dich. So ein Quark. Wem sind die Hörner gewachsen? Wem sind die Hörner gewachsen? Na, Mir. dir mit Sicherheit nicht. Na klar. Was bist du für ein Sternzeichen? Habe ich vergessen. Teufel. Ja, wenn es das geben würde als Sternzeichen, ja, dann wärst du das bestimmt. Siehst du? Teufelsgehilfe Ja. wärst du dann. Was ist denn hier passiert? Skorpion! Skorpion bist du. Ach so, stimmt, ja, wolltest ja wissen. Was ist denn hier los? Hat sie hier so einen kreativen Einfall oder was? Jo. Ding sag ich ja, einige Stellen gefallen dir wahrscheinlich nicht so. Ach ja, die haben schon alle korrigiert. So, alles fertig. Ne, so sieht so gut aus. Hast du gut gemacht.
erstes Lob. Ach nee, ich habe ja schon mehrere von dir gekriegt. Ja, nur, ständig. Wann kritisiere ich dich denn mal? Eigentlich so gut wie gar nicht. Ja, siehst du. Das finde ich ja so gut an dir. Katzen-Action. So, ja, würde ich sagen, mit dem Rest-Cupiston, was wir noch haben. Stylus! Ich jetzt deine Bahn, du meine Bahn. Also immer bloß zwei höher, oder was? Erstmal, ja, wir müssen uns sowieso überlegen, machen wir überall konstant hoch, sprich, dass wir dann eine schöne schiefe Mauer haben, oder machen wir die Mauer... Ja, wir machen erstmal immer eine feste Höhe. Warte mal, jetzt haben wir hier 1, 2, 3. So, dass überall 3 hoch ist. Und jetzt haben wir es nicht ganz richtig. 3, 2, 1, 2. Also quasi alles eine Ebene erstmal. Wie? Nein, nein. Einfach nur alles also jetzt. Nur 3. 3 hoch, genau. Bei 3 hoch können wir uns schon mal sicher sein, dass kein Einbrecher von draußen mehr reinkommt. Auch nicht Spinnen? Naja, das ist jetzt nicht direkt ein Einbrecher. Da müsste ich ja jeden Tag die Polizei rufen, weil bei mir eingebrochen wird. Hm. Officer, ich brauche Hilfe. Warum? Ich habe 2 Einbrecher bei mir in der Wohnung. Das sind 2 Spinnen. Was? Ich glaube, die Spinnen. Schmeiß sie raus. Naja, aber hier kann man direkt mal so. An Stellen, es gibt gewisse Stellen, da kannst du auch direkt 4 hoch machen oder sowas. Wenn einfach mal 3 Blöcke runter geht, das über 2 Blöcke und dann nochmal 3 Blöcke hoch, kannst du direkt. Eine Ebene raus. Spät, ich lasse das jetzt mit 3. Ja, ja, mindestens 3. Das ist ja schon mal gut. Tuck, 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 tuck. So muss das sein, immer schön den Boden angucken. Ich habe kein Essen mehr, ich verhungere gerade. Das ist aber ärgerlich. Und denk dran, immer schön tierlieb sein. Hier werden keine Tiere getötet. Ich mach keine Tiere tot. Na, ich sag nur. Höchstens anschlagen. Anschlagen? Wenn sie im Weg stehen. Ja, ja. Ja, da setzen wir Stein auf 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 Stein. Und schon die Hälfte geschafft. Naja. Naja, sieht auf jeden Fall aus. Oh, ja, aber das ist total doof, dass die Hühner direkt beim ersten Mal anschlagen sterben. Das finde ich jetzt. Siehst du, das ist einfach zu viel Kraft. Ja, ja. Die Klinge war zu scharf. Da baden die Hühner. Die haben Leben. Diese digitalen Kreaturen. Hattest du früher auch Tamagotchis? Ja. Schön, wa? Erinnert mich gerade, wenn ich mir die Hühner so angucke. Ja, so ein bisschen, ne? Ich habe auch noch einen Furby. Ach, hatte ich auch damals. Der angeblich so gut ist, dass er sogar das Reden lernen kann und dies und das und irgendwann auf alles reagiert.
Was er nicht getan hat. Naja, nur so. Naja, nee, nicht wirklich. Und die Dinger waren teuer damals noch in D-Mark-Zeiten, ne? Was haben die gekostet? 120, 150? Keine Ahnung. Ich glaube, meiner hat 80 gekostet oder so. Ja, oder sowas, ja. Gab es auch in verschiedenen Farben und keine Ahnung. Ich hab meinen heute noch. Hattest du nie einen Furby, ne? Nein. Das ist Mist. Ja, was heißt Mist? Weißt du mal, mit Tamagotchi hab ich mich hier geliebt. Naja, ich hatte sogar so einen Pikachu da. Von Pokémon. Das musstest du auch immer füttern und das hatte automatisch noch so einen eingebauten Schrittzähler. Und je mehr Schritte du am Tag absolviert hast, umso mehr, keine Ahnung, Punkte, was auch immer das war, hast du bekommen. Von den Punkten konntest du deinem Pikachu dann Geschenke machen und dann füttern, trainieren und hast du nicht gesehen. Ja. Ja, nee, Furby war echt. War schon nicht schlecht. Nicht, ja, für Mädchen, ja. Ich weiß, ich hatte selber einen. Ja, also. Ja, mich hat die Technik an sich interessiert, aber sie hat halt nicht wirklich so funktioniert, wie ich es mir damals erhofft hatte. Mit meinen 6, 7, 8 Jahren, die ich damals hatte. Es wird dunkel, meinst du, ja? Ich helfe dir. Es ist hell. The magic fingers. Warum sind hier so viele Bäume im Weg? Da war der Gärtner schon länger nicht mehr da. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Das ist Wahnsinn. Warum schickt ihr mich in die Hölle? Weil du gesagt hast, du bist ein Teufel. Ja, wo bist denn du? Denk mal drüber nach. Machst du mit, ja, ne? Wer, ich? Ja. Wie mitmachen? Ich guck gerade, ich habe jetzt hier gleich 70%. Ja, meinst du, dass ich die ganze Arbeit alleine machen hier, oder was? Ja, weil ich jetzt hier 70% umrundet habe. Gucke jetzt ja, da so Richtung Gott. Anfang, da ist immer noch nichts. Ja, wie gesagt, ich bin nicht so schnell wie du, ne? Ja. Denk dran. Auch die Langsamen unter uns brauchen eine Chance. Nein. Das liegt ja nur am Internet, ja? Ja, ja. Ich könnte auch schneller sein, aber das Internet hier ist zu langsam. Ach, du verarschst mich doch schon wieder. Du bist doch schon wieder voll gemein, ey. Nein, ich bin nicht gemein. Ich bin von Grund auf böse, lieb. Patrick gemein Swayze. Ein Scherz. Wie war ein Scherz? Stimmt schon. Ja, dass du gemein bist, ja. Das war ernst gemeint. Ich muss dir nachher mal den Guest Room zeigen. Da mache ich immer kleine Ratespielchen drin. Ja? Ja, ja. So wie Rumpelstilzchen oder sowas? Was für ein Ding? Erklär, kenne ich nicht. Du kennst Rumpelstilzchen nicht? Ja, der lebt man nicht so lange auf dieser Welt. Kennst du das? Rumpelstilzchen? Also, ja, hallo, deutsches Märchen? Ja, das kenne ich, die ja klar. Guten alten Märchen? Ja, also, ja, die Märchen an sich kenne ich, klar. Nee, ich dachte, das ist irgendein Spiel oder sowas. Quatsch. Ach so. Aber das Rumpelstilzchen hat auch immer Ratespielchen gemacht. Ja. Mit der Prinzessin da. Ja, genau. Ich dachte schon jetzt. Aber die guten alten Märchen sind toll. Ja. Besser als die Neuverfilmung von manchen Filmen. Von manchen. Es gibt auch gute. Selten, aber. Ich habe noch keinen gesehen. Kein gutes Märchen, was neu verfilmt wurde. Ja, Pokémon und sowas, das ist alles gut. Ja, ist aber kein Märchen. Ja klar, kennst du nicht das alte russische Märchen hier? Die Kreaturen heißt das. Ja. Wo Rush Ketchum durch die Gegend zieht und die Monster einfängt. Weißt du, was ich damals immer gern geguckt habe?
Digimon. Digimon waren toll. Ja, Digimon. Fand ich besser als Pokémon. Ich habe mir gestern angeguckt, ja, wie man über das Programm ein Pikachu gemacht hat. Das sah gut aus. Ja, ne? Ein ja, kleiner animierter Pikachu. Ja, ich kann das mit Sicherheit nicht. Ich werde das wahrscheinlich jetzt hinkriegen, wenn ich 50 bin. Und so lange dauert das ja auch nicht mehr. Wenn du dann 50 bist, kannst du dann erstmal selber an dir arbeiten. Kannst du dir ein neues Gesicht modellieren. Du bist so scheiße. Ne? Nein. Ich habe ja nicht gesagt, dass er eigentlich jetzt schon damit anfangen könnte. Du weißt ja gar nicht, wie ich aussehe, wenn ich näher 50 bin. Vielleicht bin ich ja trotzdem noch ein heißer Fege. Ja. Hm. Echt, ey, du bist so... Kann ich gar nicht in Worte fassen, was du bist, ey. Ein guter Bauer. Ja, und ein Dummschwätzer. Und ein guter Bauer. Ja, und auch ein Dummschwätzer. Boah, ist die Mauer groß! Und mancher bist auch gemein. Wenn wir da mal keinen Fehler gemacht haben. Den hast du ja denn gemacht, du hast angefangen zu bauen. Naja, leider. So, brechen wir das Projekt ab, was machen wir jetzt? Was, so schnell gibst du auf? Nein. Hier. Oh. Die ist richtig geil, ja. Ich habe mir letztens so ein Video mit einer Katze angeguckt. Das muss ich mir von meiner Schwester mal schicken lassen und das schicke ich dir denn. Um was geht's da? Das ist cool, das ist lustig. Ach, da sitzen zwei Katzen auf der Straße. Und so eine schwarze beschimpfen und sich so. Oh, so eine rote. Oh. Ja, und dann fängt die an mit der. Die rote ist ja das Weibchen, ne? Ja. Und dann fängt die da an. Warum bist du mir fremd gegangen? Ach so, die Übersetzung. Brautkleid war fast abbezahlt. Ja, mit Übersetzung ist voll cool. Ja. Kenne ich. Ich fand das lustiger, als ich das gesehen habe. Und vor allem die Schwarze, die interessiert das ein Scheißdreck, sitzt einfach nur da. Und die Rote regt sich der Schal auf. Schweinchen! Ja! So, Schweinchen dick gibt's nicht mehr. Was, Schweinchen dick? Das ist nicht Moby Dick, egal, Moby Dick gibt's nicht mehr. Schweinchen Dick? Naja, kennst du nicht. Das hier war Dick, Schweinchen Dick gibt's nicht mehr. Es gibt nur Moby Dick, ja. Naja. Was du meinst, ist Schweinchen Babe. Nein, das gibt's nicht. Doch, das hast du jetzt gerade erfunden. Hab ich gar nicht. Meine, deine Katzen, die solltest du auch mal richtig schicken zum Arzt, ne, damit die mal ordentlich miauen lernen. Mhm. Und die müssen sowieso jetzt irgendwann mal zum Arzt. So, der letzte 64er Stack. Ich war mittlerweile schon mal im Haus und habe die restlichen rausgeholt, nur so als Info nebenbei. Also wir haben jetzt komplett gar nichts mehr. Ich habe noch welche. Das ist gut. Bin ich jetzt auf der richtig hier? Weiß ich gar nicht. Zu viel. Hey, guck mal, wer da ist. Hi. Hey, ne? Geht sie so? Ja, ganz gut. Brauchst du auch gerade eine Mauer, ja? Haben wir uns ja rein zufälligerweise getroffen. Ne, ist ja schön. Aber ich muss hier noch, setz mal hier noch einen drauf. Hier, da, auf den da. Sehr gut, dann ist das alles einheitlich. Dann hast du hier drei, da sind drei, alles schön. Mein Gott, hast du ein Riesenprojekt hier gestartet. Ja, ne? Du bist doch eh nicht mehr durch. Viel zu groß. Nein, das muss ja groß sein. Wir bauen da ungefähr 5-6 große Conquest-Sachen rein. Und die haben ja auch hier ihre Größe, weißt du? Das muss schon so sein. Hoffe ich.
Ist ja noch alles übersichtlich. Ich sehe die andere Mauer nicht. So. Ja, ich würde sagen, dass wir. Da muss eigentlich noch mal zwei Steine drauf überall. Zwei Steine drauf. Dann oben zum drauf rumlaufen vielleicht was. Also sprich dann noch drei breiter machen. Ja, klar, warum auch nicht? Ja, ja, klar. Soll auch gut aussehen. Dann kommen da noch aus Stein ein paar Türme dran und so, dass es auch optisch schön wirkt. Und wenn wir das alles haben, können wir da drinnen dann das ganze Areal machen. Dann werden schöne, ja, Conquest-Spiele eingebaut. Können wir uns dann auch noch überlegen, so übers Wasser springen, nicht reinfallen und sowas. Oder mit Pisten, so eine Wand, wo du dann seitlich am besten machst du noch einen extra breiten Graben, ne, damit du auch erst recht reinfällst, wenn du rüberspringen willst, damit die anderen das gar nicht erst schaffen. Ja, es muss dann so tief sein, dass du. Achso, nein, doch, es muss ja zu schaffen sein. Ja, du kannst die Leute ja nicht bescheißen. Nee, das wäre unter alles auch, das geht gar nicht. Das macht man nicht. Nee, das macht man gar nicht. Ja, die Grundmauern, was ist denn jetzt hier los? Meine Nase, die will mich gerade ein bisschen ärgern. Gut, dann gehe ich jetzt mal zurück zum Haus, weil wir brauchen neue Steine. Wir haben da keine Steine mehr. Das heißt, wir müssen buddeln. Ich habe was? Ich habe nur noch drei 64er, noch ein 13er, ein 60er und ein 17er. Ich habe alles eingeheimt. Ja, dann setz die noch. Damit kommst du bestimmt noch was 3 Meter. Was jetzt oben drauf oder was willst du damit jetzt machen? Noch eine Reihe oben drauf oder was? Ja, noch zwei Reihen kommen oben drauf. Oh Gott, du machst mich fertig, weißt du das? Das war der Plan. Hoch hier. Ja, mich fertig zu machen, ja, ich glaube auch. So, dann brauchen wir noch irgendwann. Wo machen wir denn den Haupteingang? Hier hinten, wa? Das ist, wo du jetzt gerade stehst. Oh Mann. Hier, ja. Hier würde ich sagen. Zack, zack, hier. So. Und ich guck mal, ob das gut ist. Ja, doch, da unten ist gut. So. Ach, guck mal, der Mond. Da fällt mir gerade was ein. Ja, oh, dunkel, ne? Können wir hell machen. Ja. Da hackst du nichts ahnen, die Wand auf, kommt dir der Mond entgegen? Nee, das geht gar nicht. Ist da Erde? Ist hier Erde? Nee, ist ja. Okay. So. Das war aber nicht ich. Nee, ist okay. Da hast du angefangen zu bauen. Ja, keine Ahnung. Da haben wir da schon mal den Eingang. Für das kleine Projekt. Wirst schon sehen. Wir müssen auf jeden Fall sämtliche Bäume da wegkriegen. Erstmal. Den, falls wir irgendwo Wald brauchen, den setzen wir dann neu. Ja. Und so weiter und so fort. Egal, wir brauchen Holz. Steine, meinst du? Genau. Das heißt eigentlich, wir müssen jetzt buddeln. Dann setze ich einfach. Ich denke, ich soll jetzt hier eine dritte Reihe raufsuchen. Raufsuchen? Raufsuchen. Such sie rauf. Schon drauf. Spät, ne? Such sie rauf! Such! So. Ich such rauf und runter. Spieldetektiv, such sie rauf. Ja, nee, aber also, die Steine, die du hast, da kommst du keine 3 Meter, von daher. Kannst du ja schon mal platzieren. Ja, ich mache erstmal eine Ebene höher und dann. Genau. Oh Gott, oh, Schlafzeit ist wieder für mich, ey. Nein. Jetzt schon? Oh Gottes Willen. Ja, nee, aber dann würde ich sagen, dann haben wir jetzt soweit erstmal den Grundriss geschaffen. Dann sammeln wir jetzt noch ein bisschen Steine. Das Steine sammeln müssen wir den Leuten nicht antun. Das heißt, den Stream können wir jetzt eigentlich auch wieder ausmachen. Das stimmt. Ja, wenn wir dann genug Ressourcen haben, können wir dann weitermachen. Ne? Ist ja auch spannender für alle Beteiligten. Was sind das für ein hässlicher Zombie?